Habt ihr schon mal einen HIV-Test gemacht? Ich bisher noch nie. Und das lag auch daran, dass ich ein bisschen Angst davor hatte. Und ich habe damals von ihm bloß noch eine SMS bekommen. Er wurde HIV-positiv getestet. Mach doch bitte mal einen Test. Noch vor Jahren hätte ein positives Ergebnis das Todesurteil für viele bedeutet. Mittlerweile hat sich medizinisch einiges getan. Bis auf, dass ich jeden Abend meine Tablette nehme zum Schlafen gehen, ist es jetzt nicht relevant im Alltag. Therapiert ist das Virus eigentlich nicht mehr übertragbar. Und trotzdem erleben Menschen mit HIV immer noch Vorurteile. Dann wurde AIDS in den Medien als Lustseuche dargestellt. So diese Sodom und Gomorra-Ideen kamen da auch auf. Und das ist ein Stigma, was sich bis heute hält. Warum und wie lebt es sich wirklich mit HIV? Das will ich in dieser Folge von Exactly herausfinden. Christopher Street Day in Halle. Für viele eine große, laute Party. Und ja, hier wird auch gefeiert. Vor allem aber ist der CSD eine politische Demonstration. Für den diesjährigen Christopher Street Day in Halle wurde das Motto grenzenlose Solidarität gewählt. Die Demo richtet sich auch gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV. Eine Forderung: ANST abschaffen. Ein Kürzel für Ansteckungsgefahr, mit dem Akten in Polizeidatenbanken gekennzeichnet werden. HIV trifft nur schwule Männer, ein bestehendes Vorurteil. In Deutschland sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 90.700 Menschen HIV-positiv, 10.800 davon ohne Diagnose. Tatsächlich steigt die Zahl der Neuinfektionen über heterosexuelle Kontakte. Immer öfter wird HIV erst spät entdeckt. Das Virus kann prinzipiell jeden treffen. Deshalb starte ich ein Quiz. Ich will herausfinden, was die Menschen in Halle über HIV wissen. Gibt es einen Unterschied zwischen AIDS und HIV? Ich glaube, das eine ist der Erreger und das andere die Krankheit. Na, HIV ist das HIV-Virus. Das ist schon mal richtig. Aber AIDS, weiß ich, bin ich gerade überfragt. Wie wird HIV übertragen? Durch Körpersekrete, vor allem durch Blut. Ja, Speichel, Sperma, Blut. Kontakt mit Körperflüssigkeiten, glaube ich. Welche wären das so? Ejakulat, Spucke, Blut, sowas. Auf jeden Fall kein Speichel, ja, Sperma. Und Vaginalsekret? Genau. Und Blut ist auch möglich. Und Blut, stimmt, ja, genau. Was sind denn die größten Gruppen, die in Deutschland HIV-positiv sind und auch weltweit? Wahrscheinlich Junkies, würde ich jetzt mal sagen. Oder früher war es bestimmt so. Und Stigmatisierung von Schwulen halt, da hat sich ja auch stark verbreitet am Anfang. Aber wer es heutzutage die stärkste Gruppe ist, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Naja, alle. Also das Mythos, dass schwule Männer mehr davon betroffen sind, stimmt ja nicht so ganz. Ich löse mal auf. Also die allergrößte Gruppe an Menschen, die HIV-positiv sind, das sind tatsächlich laut RKI Männer, die mit Männern Sex haben, gefolgt von also Ansteckungsweg heterosexuelle Kontakte. Das sind mehrheitlich tatsächlich Frauen. Und dann gefolgt von intravenöser Drogengebrauch. 100% richtig lag niemand beim Quiz. Also ich bin überrascht, dass hier einige wirklich noch Speichel gesagt haben vom CSD oder auch am Rand vom CSD. Und insgesamt ist hier doch eher, tatsächlich, wie ich vermutet habe, so Basiswissen in Sachen HIV vorhanden. Da können wir noch ein bisschen nachhelfen. Hättet ihr das Quiz bestanden, schreibt es uns in die Kommentare. HIV ist immer noch ein Tabuthema, mit Ängsten und Scham verbunden. Entsprechend schwer war es, jemanden zu finden, der mit mir über die eigene Diagnose spricht. Ich glaube, da ist sie. Guck mal. Hallo! Das hat einfach geklappt. Hi, ich bin Marie. Wie machen wir? So? Hand? Machen wir Hand. Hi! Cori und ich treffen uns heute zum ersten Mal persönlich. Der Park am Zwickauer Schwanenteich ist einer ihrer Lieblingsorte. Ja, also hier bin ich tatsächlich sehr oft alleine. Ja. Zum Runterkommen.
ja, das bringt mich echt auf andere Gedanken und überhaupt so, da kannst du einfach mal frei werden im Kopf. Ja. 2016 erhielt Cori ihre HIV-Diagnose. Obwohl wir nur einmal telefoniert haben, spricht sie sofort offen mit mir. Also ich wusste nicht viel drüber, nee. Ja. Nee. Ich wusste ehrlich gesagt auch wirklich nicht, dass ich das HIV nicht AIDS ist, ne? Wusste ich nicht. Ich war überrascht, wo ich die Diagnose bekommen habe von meinem Schwerpunktarzt. Wollte es auch nicht glauben. Und habe eigentlich, ja, ich, also kommen ja kaum gleich zu Tränen, ne? Also ich wusste auch gar nicht, was, ich habe es echt nicht geglaubt. Der Park liegt auf dem Weg zu einer Konditorei. Dort erzählt mir die 48-Jährige ihre ganze Geschichte. 2015 war ich sehr krank. Ne? Halbes Jahr, also wo nichts, wo wirklich nichts weiter ging. Also, was hattest du so? Also es war wie eine sehr schwere Erkältung. Also es ging mal los mit so Tischtennisball, großen Knoten, sag ich mal. Also Fieber, was nicht runterging, über 3-4 Wochen. Kein Appetit, also ich konnte nichts mehr essen, nur noch trinken, ganz viel trinken. Und lag einfach bloß noch da. Das Virus schwächt das Immunsystem. Erste Symptome sind Abgeschlagenheit, Hautausschlag, starker Nachtschweiß. Später können Gürtelrose, wiederkehrende Pilzinfektionen, Lymphknotenschwellung und hohes Fieber Hinweise sein. Cori wird erst ein grippaler Infekt, nach einem Bluttest pfeifersches Drüsenfieber diagnostiziert. Eine Woche ist sie im Krankenhaus, dann wird sie entlassen. Die Beschwerden verschwinden erst nach Monaten. 2016 habe ich dann jemanden kennengelernt im Mai. Wir waren halt zusammen 2-3 Monate und wir haben halt erst verhütet, so mit Kondomen, so beim Geschlechtsverkehr, ne? Und dann haben wir halt uns auch vertraut. Er wird krank, genauso schwer wie Cori ein Jahr zuvor und kommt ins Krankenhaus. Und ich habe damals von ihm bloß noch eine SMS bekommen, er wurde HIV-positiv getestet, mach doch bitte mal einen Test. Was Cori ärgert, bis zu dieser SMS hat, obwohl sie bei einigen Ärztinnen war, niemand bei ihr HIV in Betracht gezogen. Dabei wäre ein Test schnell gemacht gewesen. Man kann nicht jemandem sagen, sie haben das und das und hat nicht mal alles untersucht. Weil im Prinzip habe ich jemanden da ja, was gegeben oder übertragen, was ich hätte vermeiden können. Ne? Das ist eigentlich das Schlimmste. Das Schlimmste, wo ich erstmal die ganzen Jahre jetzt, mit dem hatte ich eigentlich wirklich zu kämpfen. Hast du dann nochmal mit ihm darüber gesprochen? Mit dem Mann? Ich habe 4 Jahre wirklich versucht ranzukommen mit SMS, übers Telefon, mit Anrufen, mit WhatsApp-Nachrichten, mit schriftlich, aber es kam nichts zurück. Im Frühjahr hat er sich gemeldet. Sie haben sich ausgesprochen. Cori hat einen Sohn und eine Tochter. Beide standen von Anfang an hinter ihr. Meiner Kleinen, also meiner Tochter, klein, ist auch schon 23 jetzt, ne? Habe ich es aber erst 2 Monate später gesagt. Ich habe mich damals nicht wirklich getraut, ihr das zu sagen, weil ich nicht wusste, wie sie reagiert, ne? Hat aber, also, hat gesagt, irgendwie, warum hast du mir das nicht schon eher gesagt? Hättest du mir doch leise sagen, du bist doch kein anderer Mensch deswegen, ne? Ich habe dich noch genauso lieb. So einen Rückhalt erleben nicht alle. Seit 2019 macht Cori deshalb beim Buddy-Netzwerk mit. Einer Webseite, auf der Menschen mit HIV andere finden, um sich auszutauschen. Für viele Menschen mit HIV ist die AIDS-Hilfe die erste Anlaufstelle. Dorthin nimmt mich Dennis mit. Hallo, guten Morgen. Hi. Dennis ist seit 11 Jahren HIV-positiv. Fast genauso lang arbeitet er für die AIDS-Hilfe in Halle. Wie vor allen Drehs haben wir uns auf Corona getestet. Außerdem sind wir vollständig geimpft. Dennis und ich treffen uns nicht zum ersten Mal. Wie Cori hat auch ihn seine Diagnose überrascht. Ja, also Angst hatte ich, weil man hat jetzt eine Diagnose bekommen und weiß jetzt gar nicht, ich hatte damals auch nicht wirklich das Wissen, was HIV wirklich bedeutet. Nur so ein bisschen Schulwissen. Ich wusste auch weder, wie sieht es medizinisch aus. Ich hatte wirklich noch die alten Bilder im Kopf. Hast jetzt noch maximal 8-9 Jahre zum Leben und dann war es das, ne? Heute ist Dennis gewissermaßen HIV-Aktivist. Er hat schon bei deutschlandweiten Aufklärungskampagnen mitgemacht, spricht auf Podien. Bereut hat er die Offenheit nie.
Im Gegenteil, für ihn habe das Druck aus der Situation genommen. Er müsse sich nicht mehr verstellen. Das ist halt ein Bestandteil meines Lebens, aber im Alltag spielt es für mich keine Rolle. Also bis auf, dass ich jeden Abend meine Tablette nehme zum Schlafen gehen, ist es jetzt nicht relevant im Alltag. Trotzdem hat auch er negative Erfahrungen gemacht. Meine Therapie hat am Anfang sehr große Nebenwirkungen gehabt. Ne? Also ich hatte sehr viele Magen-Darm-Probleme, Übelkeit, Erbrechen. Und es war so weit, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir fahren jetzt in die Notaufnahme, weil es wirklich sehr schlimm war. Und der behandelnde Arzt hat zum Schluss mehr oder weniger die Behandlung abgebrochen, weil er der Meinung war, ja, das sind Nebenwirkungen der Medikamente. Ich wäre ja selbst dran schuld, also müsste ich jetzt auch mit den Nebenwirkungen leben. Das hat schon ganz schön Knacks gemacht. Und es hat auch sehr lange wieder gebraucht, um da überhaupt Vertrauen in medizinisches Personal zu haben, weil man immer mit diesem Denken da reingeht. Beim nächsten Mal wirst du wieder bei einer Behandlung abgelehnt. Laut einer Befragung unter Menschen mit HIV gab mehr als die Hälfte der Teilnehmenden an, diskriminierende Erfahrungen im Gesundheitswesen gemacht zu haben. Etwa 39% davon wurde die Krankenakte markiert, 26% erhielten einen gesonderten Behandlungstermin und etwa 12% wurde die Gesundheitsleistung verweigert. Was ich bei meiner Recherche immer wieder gehört habe, ist, dass es insbesondere bei zahnmedizinischen Behandlungen zu Problemen kommt. Dass beispielsweise Menschen mit HIV gar keinen Termin bekommen oder immer erst ans Ende der Behandlungszeit gelegt werden. Ich will mir selbst davon ein Bild machen und starte mit der Redaktion von Exactly einen Test. Wir rufen aus ganz Sachsen-Anhalt Praxen für Zahnmedizin an, geben offen an, HIV-positiv zu sein und versuchen, einen Termin zu bekommen. Ja, hallo, Lindner mein Name. Ich ziehe demnächst um und wollte mich mal erkundigen, ob Sie noch Patienten aufnehmen. Das Ergebnis? Das erfahrt ihr später. Zurück zu Dennis. Wir sind mittlerweile bei der AIDS-Hilfe in Halle angekommen. Dennis ist hier stellvertretender Geschäftsführer. 1983 wurde die Deutsche AIDS-Hilfe gegründet. Heute gibt es in jedem Bundesland Anlaufstellen. HIV ist längst nicht mehr ihr Hauptaufgabengebiet. Halle beispielsweise versteht sich als Agentur für sexuelle Gesundheit. Das Team berät und klärt auf. Also hier sind so Plüschgenitalien drinne. Und Wofür braucht ihr die? Genau. Man kann natürlich nicht nur über HIV gerade mit Jugendlichen sprechen, sondern uns ist es wichtig, auch weitere Themen zu besprechen. Sexuelle Gesundheit, erstmal Körper, Gefühle und genau, ist natürlich cool, nicht nur mit Bildern zu arbeiten, sondern so anfassen und es ist auch einfach lustig. Die Kuscheltiere sollen Berührungsängste abbauen und die Scham nehmen, über sexuell übertragbare Infektionen zu sprechen. Natürlich gibt's auch ein Kuscheltier vom HIV-Virus. Ja, das ist, glaube ich, mit das Hässlichste. Also Hepatitis C sieht genauso aus, nur in Gelb, aber... Genau, also Herpes oder Chlamydien sind um einiges niedlicher. Ja. Außer man hat's. Außer man hat's, ja. Einer der wichtigsten Räume ist dieser hier. Hier kann anonym gegen eine Spende ein Schnelltest für Syphilis oder HIV durchgeführt werden. Das wird regelmäßig genutzt. Andere Möglichkeiten wären das Gesundheitsamt oder Selbsttests aus der Apotheke. Was Dennis nicht weiß, so einen Test möchte ich jetzt zum ersten Mal machen. Ich hoffe, ich überrumpel dich jetzt nicht. Ich habe mir nämlich überlegt, weil es so eine große Hürde ist, auch für heterosexuelle Menschen, ja, dass ich gerne einen Test machen würde. Ja klar, kann man gerne machen. Können wir machen? Ja. Okay. Dann machen wir das. Gut. Jetzt bin ich ein ganz bisschen aufgeregt, aber ich wusste nicht, wie du reagierst. Ja. Laut Webseite der Deutschen AIDS-Hilfe sollten Männer, die mit Männern Sex haben, sich mindestens einmal im Jahr testen. Alle anderen nach HIV-Risikosituationen, wenn das Kondom verrutscht ist oder bei wechselnden SexpartnerInnen. Ich habe mich bisher auf das Wort meiner Partner oder die Untersuchung bei der Blutspende verlassen. Beides nicht optimal. Okay, das tat wirklich gar nicht weh. So, den ersten Tropfen, den verwerfen wir, weil es könnte noch Bestandteile vom Desinfektionsmittel drin sein. Mhm. Und deswegen machen wir jetzt einen schönen Tropfen. Während wir auf mein Ergebnis warten,
erzählt mir Dennis, mit welchen Ängsten andere zum Test kommen. Eine ist, in eine Schublade gesteckt zu werden. Ich könnte mir vorstellen, korrigiere mich, dass viele Leute das vielleicht schon im Kopf haben, so wie ich, aber es nicht machen, weil man ja trotzdem so eine... Vielleicht, wenn man sich nicht testen lässt, dann hat man es ja auch nicht und dann muss man sich damit nicht auseinandersetzen. Genau, das haben viele tatsächlich die Angst, weil HIV hat so ein Riesenstigma. So ein Stigma, ja, wer weiß, was der diejenige gemacht hat. Nicht das einzige Vorurteil. Es gibt ganz viel Diskriminierungserfahrung im medizinischen Bereich, wo man eigentlich denkt, okay, medizinisches Personal sollte gut ausgebildet sein. Und dann im Privaten, im Arbeitsumfeld ist halt viel Bedenken, dass Menschen mit HIV nicht leistungsfähig sind, dass sie mehr krank sind als andere Arbeitnehmer. Dennis betont im Gespräch, dass HIV heute sehr gut therapierbar ist. Unauffällig gucke ich dabei immer wieder zu meinem Test. Nach 20 Minuten ist er durch. Wenn ich es jetzt vergleichen kann mit dem Corona-Test, würde ich sagen, es sieht gut aus. Ja, okay. Genau. Also es ist negativ, es sind keine Antikörper im Blut gefunden worden. Wäre mein Test positiv ausgefallen, hätte ich in jedem Fall einen Bestätigungstest machen müssen. Mit HIV ist heute ein gutes Leben möglich, sagen Dennis, Cori und die Deutsche AIDS-Hilfe. Ich will mir ganz genau erklären lassen, wo wir medizinisch stehen. Dafür habe ich einen Termin in der Praxis von Frank Ackermann in Halle. Er hat sich auf hormonelle Erkrankungen spezialisiert und ist HIV-Schwerpunktarzt. Also es gibt Schutz durch Therapie, es gibt PrEP, es gibt PEP. Was ist denn was und wo ist der Unterschied? Ein Weg, um offensichtlich Infektionen zu verhindern, ist, dass man ein Medikament, was typischerweise eigentlich für die Therapie zugelassen ist, in dem Fall prophylaktisch nimmt. Die sogenannte PrEP. Und zwar wird dadurch ein bestimmtes Enzym blockiert, welches für die Virusreplikation notwendig ist. Das macht man sich auch in der Therapie zunutze, aber eben in der Prävention reicht das eben aus, um eine Übertragbarkeit zu verhindern. Und wer kann das nehmen? Also könnte ich auch sagen, zu Ihnen kommen und sagen, ich würde gerne PrEP anfangen, um einfach sicher zu sein? Eigentlich nein. Also wenn Sie das jetzt beispielsweise in Ihrer Lebenssituation nehmen wollen, dann wäre das zumindest zulasten der gesetzlichen Krankenkasse nur dann möglich, wenn Sie einen Partner hätten, der HIV-positiv wäre. Oder bei häufig wechselnden SexpartnerInnen. Es gibt aber auch PEP. PEP ist eigentlich was, was es ja im Idealfall vielleicht gar nicht mehr geben sollte unbedingt. Das ist die sogenannte PEP wird nach einem Risikokontakt eingenommen. Im Prinzip, wenn weniger Risikokontakte entstehen, was man sich ja mit der PrEP wünscht, dann sollte also die PEP eigentlich nur noch relativ selten vorkommen. Und aus meiner Erfahrung ist das auch in der Tat so. Bei den Risikokontakten, die es natürlich logischerweise immer noch gibt, sind häufig manchmal auch Nadelstichverletzungen, die bei medizinischem Personal in Krankenhäusern entstehen. Schutz durch Therapie ist wiederum eine Safer-Sex-Methode. Wenn Menschen mit HIV in Therapie sind, also Medikamente nehmen, ist Sex ohne Kondom durchaus möglich. Bei einem Patienten, der im Grunde eigentlich eine nicht nachweisbare Viruslast hat, ist die Übertragbarkeit des Virus nahezu null. Wie würden Sie aufgrund dieser medizinischen Entwicklung denn HIV heute einschätzen? Oder als was sollten wir HIV einschätzen? Als eine chronische Erkrankung, die behandelbar ist, die nicht heilbar ist. Aber das haben wir, das Problem bei vielen anderen Erkrankungen auch. Bei meinen Recherchen bin ich auch über diese Pressemitteilung gestolpert. Es geht um ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover aus dem Jahr 2019. Damals hatte ein junger Mann geklagt, der sich für den Polizeidienst bewerben wollte. Weil er aber HIV-positiv ist, wurde er vorzeitig für dienstuntauglich erklärt und gar nicht erst zum Bewerbungsverfahren zugelassen. Allgemein muss der HIV-Status im Beruf nicht angegeben werden. Für den Polizeidienst wird er abgefragt. In Sachsen liegt bei einer HIV-Infektion eine gesundheitliche Nichteignung vor. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Berlin geht es weniger deutlich aus den Antworten hervor. Ist die Rede von individueller Beurteilung. Was meine Recherchen zeigen, es gibt HIV-positive PolizistInnen. Mit einem habe ich Kontakt. Was mir unklar ist, auch die Bundeswehr hat Einsätze unter extremen Bedingungen. HIV ist dort aber seit 2017 kein Ausschlussgrund mehr. Voraussetzung für den Dienst ist entweder, dass die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist oder dass BewerberInnen seit mindestens 12 Monaten in Therapie sind. Warum ist das nicht auch bei der Polizei möglich?
Ich frage beim Vorsitzenden der Innenministerkonferenz nach. Bundesweiter Maßstab zur Beurteilung der Gesundheit ist die Polizeidienstvorschrift PDV 300. Hierzu gehört die witterungs- und ortsunabhängige Einsatzfähigkeit, auch mehrtägig ohne Medikamenteneinnahme. Ein weiterer wichtiger Aspekt und Ausdruck der staatlichen Verpflichtung gegenüber den BürgerInnen und KollegInnen ist im polizeilichen Einsatz der sichere Ausschluss einer Gefährdung Dritter, wie beispielsweise der Übertragung von Keimen oder Viren. So ein HIV-Patient würde ja, wenn er eine Woche keine Medikamente bekommt, nicht sterben. Und die Frage ist ja so und so, die Ansteckung von Kollege zu Kollege, wie soll die funktionieren? Also HIV wird ja nur über bestimmte Wege übertragen und das kann ich mir eigentlich schlecht im normalen Dienst vorstellen. Das Gericht urteilte, Zitat, dass bei dem Kläger weder eine vorzeitige Dienstunfähigkeit drohe, noch ein Risiko bestehe, dass er Kollegen oder Bürger anstecken könnte. Deshalb hätte die Polizeiakademie Niedersachsen ihn nicht per se ablehnen dürfen. Bis heute wurde das Urteil nicht von der Innenministerkonferenz besprochen, wie mir bestätigt wird. Trotz medizinischer Fortschritte erleben Menschen mit HIV immer noch Diskriminierung. Privat, im Job, im Gesundheitswesen. Warum? Wissenschaftlich hat sich mit dieser Frage ein Forschungsprojekt des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und der Deutschen AIDS-Hilfe beschäftigt. In Jena treffe ich die wissenschaftliche Projektleiterin Janine Diekmann und Franziska Hartung. Unsere Ergebnisse zeigen es einfach, diese große Kluft zwischen medizinischem, aktuellem Wissen, was eigentlich verbreitet sein könnte, was eigentlich alle Menschen wissen könnten, wie weit das auseinanderklafft, immer noch mit diesem gesellschaftlichen Umgang, mit den Bildern im Kopf, mit dem Prozessen und Handlungsabläufen auch in Institutionen. Fast 1000 Menschen mit HIV haben an der Online-Befragung teilgenommen. Mit etwa 500 wurden ausführliche Interviews geführt. In den Diskriminierungssituationen, die wir nachgefragt haben, hat sich gezeigt, dass am meisten beispielsweise auch die herabwürdigende Darstellung in den Medien genannt wurde. Ein weiteres zentrales Thema: Schuld. Franziska Hartung hat das besonders bewegt. Dass etwa die Hälfte der Befragten angegeben hat, dass Schuldgefühle eine Rolle spielen. Sogar haben 24% das Gefühl, HIV war die Strafe für ihr Handeln. Schuld, Strafe, das klingt auch irgendwie sehr nach so einem christlichen Kontext. Gibt es da eine Verknüpfung? Am Anfang, als AIDS aufkam in den 80er Jahren, wurde HIV oder AIDS als Krankheit der anderen sozusagen konstruiert. Und also die anderen sind schuld. Und dann wird natürlich auch, kommt schnell die Verknüpfung, ah ja, sie sind schuld. Das war also die Strafe für irgendwie abweichendes, normabweichendes Verhalten. Und da HIV eine sexuell übertragbare Infektion ist, stand dann natürlich auch das sexuelle Verhalten im Vordergrund und dann wurde AIDS in den Medien als Lustseuche dargestellt oder als Schwulenkrebs auch bezeichnet und auch als Strafe Gottes. So diese Sodom- und Gomorra-Ideen kamen da auch auf und das ist ein Stigma, was sich bis heute hält. Ein Fazit der Studie: Mit HIV kann die große Mehrheit gut leben, mit den Vorurteilen nicht. Deshalb empfehlen die ForscherInnen, es muss weiter gezielter aufgeklärt werden. Erinnert ihr euch noch an unseren Test vom Anfang dieser Exactly-Folge? Ja, hallo, Lindner mein Name. Ich ziehe demnächst um und wollte mich mal erkundigen, ob Sie noch Patienten annehmen. Unter Pseudonym haben wir von etwa 1170 Praxen für Zahnmedizin in Sachsen-Anhalt rund 220 angerufen, also gut ein Fünftel. Bei mir gibt es noch die Besonderheit, dass ich HIV-positiv bin. Mein Eindruck, die meisten waren sehr freundlich, aber verunsichert. Von den Praxen, die erreichbar waren und PatientInnen aufgenommen haben, lehnten uns 3 ab. Die große Mehrheit bot einen Termin an, die meisten davon aber erst nach Rücksprache, am Ende oder mit Schutzmaßnahmen. Ich frage bei der Zahnärztekammer nach. Das widerspricht eigentlich einer Empfehlung, die auch vor mir liegt, die wurde gemeinsam von der Bundeszahnärztekammer und der Deutschen AIDS-Hilfe herausgegeben. Da steht drin, dass das alles Maßnahmen sind, die eigentlich gar nicht nötig sind. Wie kann es denn sein, dass, wenn man versucht, einen Termin zu bekommen als Mensch mit HIV, dann trotzdem
ja, man mit solchen Einschränkungen zu rechnen hat. Grundsätzlich haben Sie vollkommen recht. Mir ist die Broschüre auch bekannt. Können Sie nachvollziehen, wenn die Deutsche AIDS-Hilfe oder einfach Menschen mit HIV, dass die es als diskriminierend empfinden, wenn sie immer nur Termine am Ende des Tages bekommen oder eben dann durch ihnen gesagt wird, ja, wir müssen aber schon noch mal ein bisschen anders desinfizieren als sonst? Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist für einen HIV-infizierten Patienten. Das Thema Sprechstundenende ist ganz amüsant für mich, weil normalerweise so ist, dass meine Sprechstundentermine, die zum Ende der Sprechstunde liegen, so von 16 bis 18 Uhr, die sind, die über Monate ausgebucht sind, weil alle Arbeitnehmer sich freuen, wenn sie mal einen Termin kriegen, der zu später Stunde kommt. Insofern ist das kein Thema, wo ich mir tatsächlich im Moment oder vor unserem Interview große Gedanken gemacht habe. Seine Bitte? Bei Ablehnung dies unbedingt der Zahnärztekammer melden. Martin Zierzke bewertet das Testergebnis positiv. Und Dennis von der AIDS-Hilfe Halle? Ich glaube, ich würde gerne draußen sitzen. Ja. Ich zeige ihm die Auswertung. Also ich sehe es erstmal positiv, dass man jetzt deutlich mehr Termine bekommt, wie es früher war. Und auch die ersten Befragungen gezeigt hat, die wir ja vor ein paar Jahren gemacht haben. Da hat sich schon was gemacht. Aber was ich halt sehe, ist es immer noch Ende der Sprechzeit. Es ist immer noch eine Diskriminierung von HIV-positiven Menschen. Mit der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt will Dennis deshalb Kontakt aufnehmen und gezielt Schulungen anbieten. Es geht in die richtige Richtung, aber natürlich haben wir noch viel Arbeit vor uns. Aber man merkt, so kleine Mosaiksteine passen langsam ins Puzzle rein. Und so langsam ändert sich da in der Gesellschaft das. Was an dieser Stelle nicht vergessen werden darf, HIV ist immer noch eine Epidemie. Anders als in Deutschland hat weltweit ein Drittel der Menschen mit HIV keinen Zugang zu Medikamenten. Millionen sind an der Folgeerkrankung AIDS gestorben. Beim CSD in Halle wollte ich in meinem Quiz übrigens noch etwas wissen. Denn eine Frage ging mir während der Recherchen nicht aus dem Kopf. Was wäre, wenn so ein HIV-Test und Tests für andere sexuell übertragbare Krankheiten wie so eine Vorsorgeuntersuchung immer angeboten werden, würden wir dann einfach mehr erkennen und würden mehr Leute mal einen Test machen? Ich denke mal schon, dass wenn es angeboten wird, nimmt man es doch eher an, als wenn man jetzt denkt, oh, vielleicht habe ich was, vielleicht sollte ich mal nachschauen. Die Idee war einfach quasi, dass jedem einfach angeboten, hallo, Sie sind gerade mal wieder in der Praxis, einmal im Jahr kostenlos, wollen Sie nicht? Ja, das fände ich gut. Also jeder, der bereit dazu ist, natürlich gerne. Es muss ja natürlich auch präventiv aufgeklärt werden und behandelt werden. Also das würde ich befürworten. Ich glaube schon. Ich glaube, es wäre auch dahingehend gut, dass es eine viel größere Awareness wäre für das Thema, auch für die Stigmatisierung, die ja doch immer noch sehr hoch ist. Und auch dafür, dass es eben nicht nur schwule Männer sind, die sich anstecken, sondern eben alle möglichen Menschen und eben gerade auch Heterosexuelle, denen das, glaube ich, sehr oft gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von Exactly, dann abonniert doch unseren Kanal und schaut auch mal in diesen Film hinein über die schwere Suche nach einem Therapieplatz oder in diesen hier über Gendermedizin.